Die Royal Viking Sea war eines von drei Schwesterschiffen der 1972 von Warren Titus in San Francisco gegründeten Royal Viking Line. Gebaut wurde die Viking Sea 1973 mit der Baunummer 397 auf der finnischen Wärtsilä-Werft. Unter norwegischer Flagge wurden die Star, die Sea und die Sky für weltweite Kreuzfahrten eingesetzt. In den 70ern und 80ern gehörten diese drei Schiffe zu den Top 5 der Kreuzfahrtschiffe auf den Weltmeeren. Damals waren Kreuzfahrten noch Luxus und kein Massentourismus wie heute. Mit Teakholzdecks, die komplett um das Schiff führen, zählen heute solche Schiffe zu den Klassikern unter den Kreuzfahrtschiffen. Für einige Zeit war dieses Schiff mein Zuhause. Immer für 6 Monate am Stück war ich als Patissier Teil der Crew. Nach der MS Europa von Hapag-Lloyd, auf der ich von 1977 bis 1979 gearbeitet hatte, mein zweites Kreuzfahrtschiff als Arbeitgeber. Auf der Royal Viking Sea war alles sehr gediegen und vor allem schiffig. Typischer Stil der 70er und 80er. Kein Vergleich mit den schwimmenden Balkonkästen heutzutage, die mit einem klassischen Kreuzfahrtschiff nichts mehr gemeinsam haben. Echtes Schiffsfeeling kommt auf solch schwimmenden Bettenburgen sicher nicht mehr auf. Auf der kurzen Version der Viking Sea hatten wir nur maximal 536, auf der verlängerten höchstens 812 Passagiere an Bord. Und das bei einer Crew von 340 Angestellten. Ein traumhafter Blick von meinem ehemaligen Arbeitsplatz der Patisserie. Der Job beginnt morgens um 7 Uhr. Nach dem Mittagsservice erstmal frei. Das darf kein Passagier. Für uns, die Crew, war es aber möglich und wurde geduldet. Bei ruhiger See ganz vorne auf die Bugspitze. Mein Kollege schaut skeptisch, aber von hier aus haben wir schon viele Delfine beobachtet. Diese machten sich bei voller Fahrt einen Spaß, über die Bugnase zu springen. Der wachhabende Offizier auf der Brücke hat nichts dagegen, ihn bei der Arbeit zu filmen. Schließlich gehöre ich ja auch zur Crew. Und auf der See geht es noch relativ familiär zu. GPS war in den 80ern für zivile Anwendungen noch unbekannt. Da wurde noch mit einem Sextanten die aktuelle Position errechnet. Und gesteuert wurde noch mit dem klassischen hölzernen Steuerrad. Heute längst von einem Joystick abgelöst. Nebenan der Radio Room mit dem Funkoffizier. Auch er freut sich über meinen Besuch. Funkräume in dieser Art gibt es schon lange nicht mehr. Und später wurde hieraus eine Kabine. Sieben Decks weiter unten. Der Kontrollraum. Direkt über der Maschine laufen hier alle Daten zusammen, um die 4 MAN Diesel mit 13.200 kW, das sind 18.000 PS, zu kontrollieren und zu steuern.
Der Maschinenraum ist das Herz jedes Schiffes. Beeindruckend die Antriebswelle. Auch hier darf nie ein Passagier hin. Anfang der 80er boomt das Geschäft mit Kreuzfahrten. Also wurden kurzerhand zwischen 1981 und 1983 alle drei Schiffe in Bremerhaven auf der Seebeckwerft durch das Einfügen eines Mittelstücks um rund 28 Meter verlängert. Mein Schiff ist also gestretcht worden. Hat jetzt Penthäuser mit eigenem Butler und bietet auch sonst einiges mehr. Zurück auf die verlängerte See. Norbert, mein Chef, hat immer noch seine gute alte Schreibmaschine. PCs gab es Anfang der 80er erst in bescheidenem Umfang. Das meiste war noch analog. Die Küche ist moderner geworden, aber immer noch fest in europäischer Hand. Viele meiner Kollegen haben vorher in Spitzenhotels gearbeitet und so leichter einen der überdurchschnittlich gut bezahlten Jobs hier erhalten. Meine Aufgabe war es jetzt auch, große Butterfiguren fürs Buffet anzufertigen. Naja, Butterfiguren ist ein sprachlicher Bluff. Die bestehen aus Ziehmargarine und Mehl. Nur dieser etwas zähe Mix lässt sich gut formen. Echte Butter würde ja schmelzen. Und mein Wikinger hat natürlich ein Gerippe aus Draht, Holz und Alufolie. Zum Arbeiten hatte ich mir beim Proviant ganz unten ein stilles Plätzchen vor den Kühlhäusern ausgesucht. Ohne den üblichen täglichen Servicestress in der Patisserie. Ein angenehmer Job, den ich gerne machte. Nebenan der Kollege aus Südamerika, der täglich für die Küche die Kartoffeln vorbereitet. Der Proviantmeister war Manager für die ganze Verpflegung für Passagiere und Crew. In Kühl- und Pfosteranlagen wird so ziemlich alles vorgehalten, was täglich auf den Menükarten steht. Allerdings wird auch unterwegs in Häfen verproviantiert. Die Arbeit musste allerdings sofort unterbrochen werden, wenn diese Durchsage ertönte. This is the captain speaking from the bridge, and this is just to inform you all that in a few minutes from now there will be a lifeboat drill for the ship's personnel. Jeder hat seine fest zugeteilte Aufgabe. Kollege Franz ist für dieses Schott, also eine wasserfeste Tür, im Artig eingeteilt. Auf Kommando von der Brücke werden bestimmte Schotten dicht gemacht. Der Bootsdrill wurde ziemlich streng kontrolliert. Antreten an den Rettungsbooten, abhaken, dass alle da waren und dann das Beste. Es geht vor dem Mittagsservice in die Gruppe, die ausnahmsweise immer nach dem Bootsdrill auch jetzt geöffnet hat. Die ist Treffpunkt für alle. Und so manches kurze oder lange Schiffstechtelmechtel
fand hier ihren Anfang. Sogar bis zur Ehe hat's gereicht. Die Küchencrew hat noch zu tun. Bei schönem Wetter gibt es draußen täglich ein Decksbuffet für alle Passagiere, die keine Lust haben, sich wegen dem Mittagessen umzuziehen. Für uns, die Mannschaft, gibt es eine eigene Crewmesse. Und hier schmeckt es auch den Köchen. Schließlich wird ja alles in der Hauptküche vorbereitet. Nachmittags haben die meisten frei. Und das Achterdeck gehört der Crew. Hier hat kein Passagier was verloren. Es ist unser Sonnen- und Partydeck. Die Gala-Buffets alle zwei Wochen werden zur Routine und die Abläufe sind bei allen gut eingespielt. Da sitzt jeder Handgriff und jeder weiß, was zu tun ist. Nur schade, dass nach dem Abräumen ziemlich viel in der Kanone landet. Das ist ein Abfallrohr für rein biologische Abfälle. Es landet also als Fischfutter im Meer. Für uns, die Crew, wird auch regelmäßig eine eigene kleine Zeitung gedruckt. Mit vielen Infos. Wer, wann, wie, wo, Abgänge, Neulinge, Geburtstage und so weiter. Produziert natürlich an Bord in der eigenen kleinen Druckerei. Dort werden auch die täglichen Bordzeitungen für Passagiere und die Menükarten gedruckt. Nicht zu vergessen, die Einladung für die vielen Crewpartys. Am Ende jeder Kreuzfahrt gibt es Bake Alaska, der Klassiker. Das hat eine lange Tradition. Wurde aber mittlerweile bei vielen Kreuzfahrtschiffen abgeschafft und durch andere Spielereien ersetzt. Feierabend. Fast. Klaus, unser Zuschef, hat heute Geburtstag und freut sich auf seine von mir kreierte Geburtstagstorte, der etwas besonders war. Naja, zumindest scheint sie ihm zu schmecken. Hab ja auch am Schnaps nicht gespart. Eine eigene Welt bilden die Shinies auf dem Schiff. Diese haben die Wäscherei und Geschirrspülmaschinen unter Kontrolle, schotten sich aber gegen den Rest der Crew ab, bekochen sich selber und leben in ihrem eigenen kleinen Kosmos. Der Rest der Crew ist bunt gewürfelt und kommt aus der ganzen Welt.
Uns wird einiges geboten. Ecuador-Taufe. Crew Spezial. So können wir nur mit neuen Stewardessen umgehen. Für unsere Passagiere gibt es natürlich nur den ganz zarten Schongang bei der Ecuador-Taufe. Die haben aber als Zuschauer vom sicheren Brückendeck aus sichtlich ihren Spaß. Die süße Pampe stammt natürlich aus der Patisserie und ist bunt eingefärbter Eiweißschaum. Trotzdem, irgendwie ein bisschen rustikal. Puh eben. Zwischendurch wird natürlich auch gearbeitet, aber gegen 21 Uhr ist auch für die meisten von uns Feierabend. Die Außenkabinen im neuen Mittelteil wurden alle für die Küchencrew bereitgestellt. Eine noble Geste des Crew-Stewards. Aber auch wir haben einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass die Royal Viking-Schiffe zusammen mit der QE2 im Berlitz-Ranking unter den besten 5 platziert waren. Ab 22 Uhr geht's im A-Deck bei der Crew rund. Beliebt ist Bingo einmal die Woche. Da kann es vorkommen, dass auch mal der eine oder andere Dollartausender im Jackpot liegt. N45, N45, N49, 58, 72. It's a bingo! Regelmäßig gibt es auch Kinotage, nur für die Crew. Und wer sich tagsüber noch nicht ausgepowert hat, für den gibt es auch Sportmöglichkeiten. Sogar eine eigene Fußballmannschaft haben die meisten Kreuzfahrtschiffe. In diesem Team durfte ich auch mitkicken. Natürlich sind die Crew-Partys beliebt. Eine der schönsten haben wir in der Südsee gefeiert, organisiert von der Küchencrew. Die komplette Küchenmannschaft im Südsee-Wickelrock und eine beim letzten Landgang auf Bora Bora organisierten Blumengirlande. Getränke nur in Kokoschalen, man hat ja Stil.
Morgens um 5 war Feierabend. Um 6 war schließlich wieder Arbeitsbeginn. Die Royal Viking Sea gibt es immer noch. Heute fährt sie für Phoenix Reisen unter dem Namen Albatros und der Flagge Bahamas. Ihre Liebhaber haben sie Weiße Lady getauft. Bei unserer Kreuzfahrt auf der ehemaligen See kam Wehmut auf. Mein schöner Ausblick aus der Patisserie wurde leider zugeschweißt. In der Küche arbeitet nur noch ein Europäer, der Küchenchef. Der Rest sind fleißige Filipinos, die nur einen Bruchteil dessen verdienen, was europäische Spitzenköche vor 40 Jahren auf ihrer Lohnabrechnung vorfanden. Dafür sind die Kreuzfahrten auf diesem Schiff jetzt deutlich günstiger. 70er-Jahre. Und es gibt das Unikat. Kapitän Morten Hansen. Eine kleine Bitte noch. Einmal bitte das Rollen von der Brücke. Das war die Brückenführung. Das ist meine Betriebs... das Patent. Nein, das kommt... Kauf den DVD von meinem Videomann und das wird gezeigt. Meine Bitte bei der Brückenführung kam er leider nicht nach. Also aus meinem Tonarchiv. Einen wunderschönen guten Morgen, meine liebe Gäste. Ich spreche der Kapitän von der Brücke. Ja, dann wünsche euch einen wunderschönen Tag und einen weiteren schönen Aufenthalt und unsere MS Albatros. Dankeschön von der Brücke.